Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um Mantren oder Mantras. Und ich habe gestern mein erstes Mantra im Yoga zelebriert. Also das berühmteste Mantra, was ja wahrscheinlich jeder so kennt, ist Om oder Om. Und das habe ich gestern zum ersten Mal in einer Yogastunde auch wirklich von mir gegeben. Mehr oder weniger singend. Und das war ganz interessant, muss ich sagen. Also ich war erst so ein bisschen, am Anfang dachte ich, wo ich das erste Mal so mit Mantren in Berührung komme, das ist mir zu spirituell. Aber wenn du dann mit Yoga anfängst, kommst du gar nicht drum rum. Und wenn man das erste Mal macht, spürt man, was man sonst nur gehört hat und sich nicht vorstellen konnte. Und das war echt eine spannende Erfahrung, muss ich sagen. Also zuvor kam das in meinen Yoga-Kursen, die ich so bei YouTube gemacht habe, nicht vor. Und gestern kam das dann ganz überraschend. Und ich muss sagen, dass es mir echt gefallen hat. Also Mantra bedeutet, also wirklich so wortwörtlich übersetzt, das, was denjenigen beschützt, der es erhalten hat. Und traditionell wird es eigentlich vom Lehrer an den Schüler weitergegeben. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Mantras, auch so Mantra-Stufen, sage ich einfach mal. Und Mantras darf man nicht so auf dieser Denkebene verstehen, sondern also man muss auch kein Sanskrit können, also die Mantren sind ja in Sanskrit geschrieben, um die verstehen zu können, weil es halt nicht auf dieser Geist, also auf dieser ja, Denkebene oder der Ebene des Verstandes funktioniert. Und was ich halt auch gestern so interessant fand, man wiederholt ja dieses Mantra und das macht man einen bestimmten Rhythmus und das lässt so Klangschwingungen entstehen. Also das Om, das hat man halt mit dem Atmen so fließen lassen, das war dann halt so ein Om. Und man merkt wirklich, dass da Schwingungen entstehen. Und das wiederum, also diese Energien, die da entstehen, die durchdringen deinen gesamten Körper bis hin zu deiner Seele. Das ist so der Sinn des Mantras oder was da so dahinter steckt, dass einfach dieser Klang durch dich hindurch fließt. Es gibt halt wirklich viele, viele verschiedene Mantras mit auch dann verschiedenen Wirkungen natürlich. Und die machen uns einfach feinfühliger für unsere Empfindungen und sie eignen sich natürlich hervorragend, um die Gedanken zu fokussieren, weil du dich halt auf dieses Mantra fokussierst und in meditative Zustände zu gelangen. Und aber was halt so, wie bei vielen eigentlich, ich sage dann immer, man muss halt ausprobieren, was etwas für einen ist. Also welches Mantra euch zum Beispiel liegt, ob ihr es wirklich so direkt singen wollt, weil das ist jetzt zum Beispiel nicht so was für mich persönlich. Und halt welche Mantras euch ansprechen. Also sowohl natürlich auch inhaltlich, als auch so von der Aussprache her. Weil ich finde es auch schwierig auszusprechen, wenn man davon echt keine Ahnung hat. Und zwar zu diesen tollen Büchern kommen wir gleich. Und hier steht auch ein Mantra drauf. Und zwar, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ist halt so, wenn man kein Sanskrit kann. Und das ist das Mantra zum Beispiel für Frieden, für Harmonie, für Glück. Und das wird am Ende der Yogastunde auch rezitiert, wo man Om, glaube ich, am Anfang und am Ende sagen kann. Und das finde ich zum Beispiel auch was. Damit kann sich eigentlich jeder identifizieren. Mit Frieden, mit Harmonie und mit Glück. Und im Rahmen dieses Videos zu den Mantren, wo ich euch wirklich nur kurz einführen wollte, was sind Mantren, weil mir ist das so oft begegnet. Und ich dachte immer, ich kannte auch nur Om. Ich wusste nicht, was es bedeutet, warum man das macht. Und man muss sich dann auch manchmal einfach damit beschäftigen oder sich halt wirklich auch die Frage stellen, okay, wofür ist das gut? Warum sage ich das? Und das einfach mal googeln. Und ich fand das gestern echt interessant. Ich bin gespannt in so, ich bin ja erst am Anfang meiner Yoga-Challenge. Ich werde bestimmt noch auf ein paar andere Mantren stoßen, wie das dann so wird. Und vielleicht werde ich in die Richtung dann auch mal nochmal was ausprobieren. Und ich möchte heute gerne etwas unter euch verlosen. Schon wieder. Aber ich freue mich super, super doll, dass das zustande gekommen ist. Und zwar geht es um diese Notizbücher. Das sind Mantra-Books. Und die Mantra-Books, ich zeige euch gleich nochmal genauer. Die Mantra-Books, die sind von der lieben Caroline, die ist auch Mutter. Und die ist ein Notizbuch-Fan, wie ich auch. Also vor allen Dingen, wenn man sich dann mit Persönlichkeitsentwicklung
beschäftigt, braucht man ja immer irgendwas, wo man seine Notizen reinkrakeln kann. Wenn man ein Buch liest, möchte man was festhalten. Man möchte seine Ziele, seine Träume festhalten. Deswegen braucht man immer Notizbücher. Und sie hat da was ganz Tolles angesprochen. Es gibt ja so zu kaufen so Notizbücher, wo dann so Dream on und bla bla bla. Ja, so ganz motivierende Sprüche, die halt schon so abgelatscht sind. Und das stört mich auch. Also diese Bücher kaufe ich auch nicht, weil mich das überhaupt nicht anspricht. Und sie hat halt einfach Notizbücher bedruckt mit Sprüchen, die ihr halt einfach zugesagt haben. Und ich finde, wenn man halt auf seinem Notizbuch einen Spruch stehen hat, mit dem man sich auch ein bisschen identifizieren kann, der ihm gefällt, fühlt es sich einfach besser an, weil man sich mit diesem Spruch auch so ein bisschen verbunden fühlt. Und das Schöne ist auch, mit jedem Notizbuch, was sie verkauft, unterstützt sie Share the Meal. Und bei Share the Meal bekommen Kinder in Krisengebieten auf der ganzen Welt eine warme Mahlzeit pro Tag gestellt. Das finde ich super schön. Zum einen, dass sie diese wunderbaren Bücher halt wirklich herstellt, die halt wirklich sinnvolle Sprüche in sich tragen. Also ich werde euch auch gleich zeigen, es gibt auch was in Englisch, nicht nur in Sanskrit. Und dass sie dann aber halt auch noch was Gutes tut. Also das ist dann sowas Unterstützenswertes, finde ich super, super schön. Und ich habe hier zum einen in Grün, was ich euch gerade das Mantra, was ich euch schon vorgelesen habe, für Frieden, Harmonie und Glück. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, hoffe ich. Das finde ich zum Beispiel schön, wenn man es halt als Tagebuch zum Beispiel nutzt. Eben weil es halt für Harmonie und Glück steht. Dann habe ich hier noch in Lila, und jetzt kommen halt wirklich die in Englisch. This is the beginning of anything you want. Ja, das stimmt, denn du kannst alles erreichen, was du möchtest. Du musst nur loslegen. Dann nochmal in dem geilen Grün. Let your brightest light shine. Hier finde ich auch die Schriftart sehr, sehr geil. Let your brightest light shine. Voll schön. Und noch eins in Weiß. Trust the timing of your life. Und das ist etwas, was ich unbedingt lernen muss. Einfach mal so loszulassen und dem Leben zu vertrauen, dass das schon so funktionieren wird. Also das wäre so mein Spruch, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde das wirklich wahr, wenn du dich mit dem Spruch, der hier draufstehst, identifizierst und dir das Spaß macht, da reinzuschreiben, da kommt gleich so eine ganz andere Stimmung auf. Und ich möchte 3 dieser Mantra-Books unter euch verlosen. Ihr dürft euch aussuchen, welches ihr haben möchtet. Ich zeige euch die alle gleich nochmal ganz genau. Und ich schreibe unten in die Infobox, wie das Ganze mit der Verlosung abläuft. Ich schreibe dann die 3 Gewinner auf jeden Fall an. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch die Seite von Mantra Books. Ich finde das auch eine super geile Geschenkidee. Jeder hat so eine Freundin, die so ein Notizbuch-Fan ist. Ich gehöre da absolut dazu. Und das sind halt mal echt besondere Notizbücher. Damit macht man halt echt eine Freude und das ist was Überraschendes. Finde ich richtig, richtig cool. Und weil ja Weihnachten immer näher rückt, möchte ich euch das ans Herz legen, da vielleicht einem lieben Menschen eine Freude mit einem Mantra-Book zu tun. Also, schreibt mir bitte in den Kommentar. Mir reicht wirklich einfach nur der Spruch des Mantra-Books, welches ihr gewinnen möchtet. Also entweder, ich schreibe euch die Sprüche auch nochmal unten in die Infobox. Entweder das Let your brightest light shine. Dann This is the beginning of anything you want. Dann, ich sag's gern nochmal, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Also das ist das Mantra für Frieden, Harmonie und Glück. Oder dann nochmal in Englisch, trust the timing of your life. Genau, schreibt mir einfach den Spruch von dem Mantra-Book, welches ihr gewinnen wollt, unten in die Kommentare und ich werde dann auslosen. Bis wann die Verlosung läuft, schreibe ich euch auch unten rein und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen erklären, was Mantren sind. Darum ging es mir in dem Video, eben weil ich null Plan hatte. Und ich habe dann einmal bei YouTube Mantra, was ist das? Und ich bin auf so ein seltsames Video gestoßen. Ich habe nur Bahnhof verstanden, bis ich es dann halt dann wirklich mal im Internet nachgeschlagen habe, mir das mal durchgelesen habe. Und es ist eigentlich voll simpel. Und als ich es dann halt wirklich beim Yoga das erste Mal erlebt habe, war es echt richtig, richtig cool. Und ich bin gespannt, was mich da bei meiner Yoga-Challenge im Zusammenhang mit den Mantren oder Mantras noch so erwarten wird. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!